Die perfekte Kombination aus Tarnung und Stärke. Der RAH 66 Comanche, entwickelt als Vorbereitung der US-Armee auf die Kriege des 21. Jahrhunderts eine Legende, die jedoch nie den Himmel erobern konnte. Nahezu unsichtbar für Radare und mit futuristischem Design ausgestattet, stellt sich die Frage, warum wurde dieser revolutionäre Kampfhubschrauber zu einem der größten Verluste in der Geschichte der militärischen Luftfahrt? Lassen Sie uns gemeinsam die Geheimnisse dieser bahnbrechenden Kriegsmaschine erkunden. Der RAH 66 Comanche war ein fortschrittlicher Aufklärungs- und Angriffshubschrauber, der von den USA in Zusammenarbeit zwischen Boeing und Sikorsky entwickelt, jedoch im Jahr 2004 eingestellt wurde. Das Design des Rumpfes war darauf optimiert, eine geringe Radarsignatur aufzuweisen. Das Cockpit und das allgemeine Design wurden entwickelt, um sowohl die Effizienz der Besatzung zu maximieren als auch die Anforderungen moderner Schlachtfelder zu erfüllen. Im Cockpit saß der Pilot vorne, während der Waffenoperator hinten Platz nahm. Diese Anordnung sollte die Arbeitsbelastung teilen und die operationelle Effizienz erhöhen. Die Sitze waren stoßabsorbierend und mit ballistischem Schutz verstärkt. Im Cockpit befanden sich multifunktionale LCD-Bildschirme, die Flug- und Missionsdaten anzeigten. Diese erleichterten den Besatzungsmitgliedern schnelle Entscheidungen. Anstelle herkömmlicher mechanischer Verbindungen kam ein digitales Steuersystem zum Einsatz, das die Steuerpräzision des Piloten erhöhte. Die Piloten konnten dank eines helmgestützten Anzeigesystems wichtige Informationen direkt in ihrem Sichtfeld sehen. Dieses System ermöglichte es auch, Waffen durch Kopfbewegungen zu steuern. Das Cockpit-Design trug zur allgemeinen Tarnfähigkeit des Hubschraubers bei, indem es die Radarsichtbarkeit reduzierte. Um die thermische Signatur zu minimieren, waren Cockpit- und Rumpfflächen mit speziellen Beschichtungen versehen. Das Anzeige- und Steuerpanel zeichnete sich durch ein minimalistisches Design aus, um Ablenkungen für die Piloten zu reduzieren. Die im Cockpit integrierten Systeme waren für den Einsatz bei Tag und Nacht optimiert. Das Cockpit war mit ballistischen Panzerschutzplatten umgeben. Im Notfall ermöglichte das modulare Cockpit-Design eine schnelle Evakuierung. 360-Grad-Überwachungssysteme lieferten der Besatzung im Cockpit kontinuierlich Informationen über die Umgebung. Nachtsichtsysteme verbesserten die operationelle Fähigkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Der RAH 66 trug seine Bewaffnung in internen Waffenbuchten, die speziell entwickelt wurden, um die geringe Radarsignatur des Hubschraubers zu erhalten. Die Waffen konnten bei Bedarf durch ausklappbare Mechanismen eingesetzt werden, was die Tarnfähigkeit des Helikopters weiter erhöhte. Die Hauptbewaffnung des Helikopters war die 20 mm M301 Kanone. Oh, eine automatische Kanone mit schwenkbarem Lauf, die in der Nase des Hubschraubers montiert war. Oh, Feuerrate 750 Schuss pro Minute. Oh, dank ihres beweglichen Designs bot sie eine breite Schussrichtung für Ziele. Weitere wichtige Waffen. ADM 114 Hellfire-Raketen, gesteuerte Panzerabwehrraketen, die effektiv gegen Panzer und gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden konnten. Stinger-Luft-Luft-Raketen, Kurzstreckenraketen, die gegen feindliche Luftfahrzeuge wirksam waren. Hydra 70 Raketen, ungelenkte Raketen, die gegen leicht gepanzerte Ziele und Weichziele eingesetzt wurden. Die Avionik-Systeme im Cockpit automatisierten das Zielerfassungs- und Waffenmanagement, wodurch die Arbeitsbelastung des Operators reduziert wurde. Der RAH 66 wurde speziell für Stadtgefechte und Aufklärungsmissionen in engen Räumen entwickelt und bot eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit. Das digitale Flugkontrollsystem erhöhte die Stabilität des Hubschraubers, indem es die Befehle des Piloten präzise umsetzte. Dieses System ersetzte traditionelle mechanische Verbindungen durch elektronische Steuerungen. Dank des speziellen Designs der Motorausgänge wurden die thermischen Signaturen reduziert. Der Hubschrauber konnte sich dem Zielgebiet nähern und dabei Radar- und Sensorsysteme des Feindes umgehen, selbst bei hoher Geschwindigkeit. Technische Daten: Maximale Geschwindigkeit 324 km pro Stunde, 175 Knoten. Dienstgipfelhöhe 4.880 Meter. Mit seiner Wendigkeit und hohen Manövrierfähigkeit selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten erbrachte er vor allem bei Aufklärungsmissionen herausragende Leistungen.
Kosten des RAH-66-Projekts. Bis zu seiner Einstellung im Jahr 2004 beliefen sich die Gesamtkosten des Projekts für die US-Armee auf rund 7 Milliarden US-Dollar. Diese Summe umfasste die Entwicklung von 2 Prototypen, Testflüge sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Wäre das Programm fortgesetzt und die Produktion aufgenommen worden, hätte der Stückpreis eines RAH-66-Helikopters bei etwa 36 Millionen US-Dollar gelegen. Dieser Wert hätte jedoch je nach Produktionsvolumen variieren können. Der RAH-66-Comanche war einer der fortschrittlichsten Angriffs- und Aufklärungshubschrauber seiner Zeit, wurde jedoch aufgrund hoher Entwicklungskosten und sich wandelnder militärischer Anforderungen eingestellt. Die verwendeten Technologien und Designansätze haben jedoch den Weg für die Entwicklung vieler nachfolgender Hubschrauber geebnet. Besonders die Stealth-Technologie und die digitalen Avioniksysteme bilden die Grundlage moderner militärischer Luftfahrzeuge. Als Höhepunkt der Stealth-Technologie und Luftfahrttechnik markierte der RAH-66-Comanche einen Wendepunkt in der Welt der Kampfhubschrauber. Obwohl er nie in Produktion ging, haben die von ihm entwickelten Innovationen die Kriegsfahrzeuge der Zukunft inspiriert. Wenn Sie von der Technologie und der Geschichte dieses einzigartigen Hubschraubers fasziniert sind, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und unser Video zu liken, um noch mehr zu entdecken. Teilen Sie uns auch Ihre Gedanken zum RAH-66 in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Video, bleiben Sie dran und auf Wiedersehen.